Noch drei Runden. Oh, es geht dem Ende entgegen. Der geht auch in den Laden. Landet also genau hinter dem Stern. Ob das so schlau war? Ja, vielleicht war das schlau, weil sie kann bei Buhu auf jeden Fall klauen. Sie ist ja ultra reich. Kauft sich die Wigglerglocke. Jetzt klaut sie mir einen Stern. Es wäre schlauer gewesen, dem Koopa einen Stern zu klauen, weil dann wäre sie auf Platz 2. Jetzt? Okay, jetzt ist sie auch auf Platz 2. Ja, never mind. Hier bitte, ich habe einen Stern gestohlen. Fiesling. Oh no. Ich hasse das, bitte nicht. Vielleicht gibt sie mir einen Stern. Oder Koopa gibt mir einen Stern. Wäre das nicht schön? Überspringen kann ich das leider nicht. Koopa? An Peach? Münzentausch. Ach, Menno. Dann ist Koopa dran. Hier gibt noch so eine Sternklauffalle irgendwo hin. Und läuft 6 Felder weit auf ein Unglücksfeld. Buhu kriegt langsam sein Geld zurück. So, ich überlege jetzt, aber im Grunde, was kann ich machen? Ich kann im Grunde jetzt nur würfeln. Ich würde dem Buhu vielleicht sogar noch einen langsamen Würfel geben. Ich kann den auch auf mich selbst anwenden, das ist nett. -5 war jetzt nicht so heftig. Die Brennpflanze ist gewachsen. Beim nächsten Spieler, der hier landet, wird sie 6 Münzen klauen. Okay. Und Buhu. Schade, er kommt aufs Glücksfeld. Ich wollte, dass er auf das Boserfeld geht. Dreifachwürfel? Ah, Mist. Damit er gleich den Stern kriegen können. Okay, alle. Gegen alle. Im Flaggenflitzplanet. Okay, ich soll Flaggen sammeln. Ein Königreich für eine Prinzessin. Ich glaube, so gut bin ich nicht. Oh, hier ist alles schon meins. Mal gucken. Ich glaube halt, es ist sinnvoller, nach oben zu laufen, weil ich dann sehe, was vor mir liegt. Shit. Oh, und ich sehe auch gerade, die von Toadette sehen ja fast so aus wie meine. So, 4 gibt's noch, 2 gibt's noch. Weiß noch nicht, wo bei Toilette war. Eine, die läuft einfach dran vorbei.
Dumme Computerspieler. Lol. Ich meine, ich kann nicht mehr verlieren. Ah, jetzt wird das auch angezeigt. Das ist ja nett. No! No. Meiner. Ja gut, 23 ist mehr als 17. Na gut, sie holt sich jetzt. Das ist nicht gut. Weil sie kann sich das jetzt holen. Sie hat sehr viel Geld. Sie kann sie beim Buhu gleich nochmal meinen Stern klauen. Aber sie kommt nicht so weit, das ist gut. Weil sie ist jetzt schon auf Platz 1. Da sie, ja, 60 Münzen mehr als ich. Stern erhalten. Und der nächste Stern erscheint wo? Fast vor mir. Okay. Und sie kauft sich noch? Nichts. Nur diesen blöden Bonus hier, ein Schleichwürfel. Ja, mir jetzt einen Schleichwürfel rein, oder? Nee, Buhu. Das ist gut. Ein ganzes Feld weit kommt er, nice. Ich meine, er ist nicht weit gekommen, aber es war in Ordnung, ne? Warpbox kommt zu einem Gegner zufällig. So, ich bin nicht sehr weit weg, ne? 7 Felder. Ich werde es versuchen, so, weil ich kann die Goldröhre auch in der nächsten Runde noch einsetzen. Shit. Oh, shit. Oh, und er nimmt jetzt den Glückszahlwürfel. Jetzt kommt er wieder über. Ja. Jetzt kommt er wieder über 3. Das heißt, er kann sich jetzt einen Stern holen. Das ist gut. Am Ende werden die Bonussterne entscheiden, ne? Soweit sind wir jetzt, dass wir das schon sagen können. Weil bei mir und bei Toadette wird es sehr, sehr eng. Sie wird gleich noch einen Stern mehr haben als ich. Da ist jetzt der letzte Stern. Okay. Ah, doppelte Anzahl von Münzen gibt's für Lichtwellenleuchterei. Springe über die gegnerischen Lichtwellen. Mit Stampfattacke kannst du die anderen Spieler mit einer eigenen Lichtwelle angreifen. Okay.
Okay. Das sieht eigentlich okay aus. So, Buu hat nur noch ein Leben. Und er hat kein Leben mehr. In Ordnung. Dann haben wir jetzt die letzte Runde. Schleichwürfel für Buu. Okay. Kann er eh aufheben mit seinem Dreifachwürfel. Fünf, ja, das reicht, um mich auszurauben. Oh, nee. Ah. Komm, gib mir einen Stern. Dass die Erklärung immer kommt, ist nervig. Ich kann es aber wirklich nicht wegmachen. Uhu. Sterntausch. Mit mir. Das heißt nichts. Das Nervige ist halt, ich bin auf Platz 4. Und ich war mal sehr, sehr weit vorne. So, eine die Warpbox. Gelangt zu mir. Hat davon aber nicht wirklich was. Ja, 10 Felder ist nett, aber... Da will ich trotzdem Münzen. Ich muss die Goldröhre verwenden, es geht nicht anders. So, jetzt kaufe ich mir den, habe ich Wert 2, dann bin ich auf Platz 2. Toilette ist trotzdem vor mir und sie hat auch mehr Sterne. Das heißt, ich muss 2 Bonussterne kriegen und sie darf keinen kriegen. Ja, den kaufe ich natürlich. Ich brauche ihn. Nächste stehen wir da oben. Da ist aber gerade keiner, oder? Das ist natürlich jetzt furchtbar, wenn vor Toadette der nächste Stern spawnt. So, Items. Gibt es keine mehr in der letzten Runde, weil wofür? Man kann sie ja dann nicht mehr einsetzen. Er gönnt sich noch hier den Dreifachwürfel. Aber er ist trotzdem 37 vom Stern entfernt. Also er kann sich den nicht holen. Das ist doch ziemlich gut für mich. Jetzt ist Toadette zwar immer noch auf Platz 1, aber ich brauche jetzt nur noch einen Bonusstern. Und wäre dann vorne. Ich kriege ja zumindest den Minispiel-Bonusstern, weil ich habe die meisten Minispiele gewonnen. Falls es den hier gibt. Da gibt es jetzt wieder einen Koopa. Was nicht so gut ist, weil Koopa ist jetzt auf Platz 1. Koopa hat mehr Münzen als ich. Nee, es wäre besser, wenn Buku den Stern behalten hätte.
Okay, es geht um alles. Eigentlich nicht. Im Minispiel geht es nicht um alles. Ach, Kacke. Stachelplattenwerfer. Gut, muss einfach ausweichen, in Ordnung. Oh. Ich dachte, ich kann da drauf! Ach, huhu. Oh mein Gott, das ist ja super gefährlich. Abu, stark. Okay. Gewonnen ist gewonnen. Gut gemacht, Leute. Kommt zusammen, um euch die Ergebnisse anzuhören. Wirklich klasse gespielt, ihr Lieben. Doch es kann nur allein einer unser Superstar werden. Wie scheint, hat sich sogar ein ganzes Publikum eingefunden, um dem großen Finale zuzujubeln. Ich kann die Spannung schon richtig knistern hören. Auf diesem Monitor erfahrt ihr jetzt alle Einzelheiten. Da wird man sehen, wie ich ganz hoch aufsteige und dann von allen überholt werde. Er wird siegreich sein. Mal schauen, wie sich der Besitz der Sterne so im Laufe der Partie verändert hat. Aha, Peach steigt auf. Hier hat Toadette einem Boohoo aufgetragen, Folgendes zu klauen. Ein Stern von Peach. Ja, das war fies. Die Bonussterne. Der erste Stern wird für folgenden Bonus vergeben. Blitzerbonus. Diesen Bonus erhält der muntere Langstreckenläufer, der die meisten Felder weit gezogen ist. Oh. Ja. Uhu. Oh, ich lande auf dem letzten Platz, ne? Das ist unglaublich. Ereignisbonus kriege ich auch nicht. Oh doch, aber alle anderen auch. Und mehr gibt's auch nicht. Oh. Ja, dann hat Boohoo, glaube ich, gewonnen. Oder nein? Ah, er mit seiner Sternklaufalle. Glückwunsch, Cooper. Ich freue mich für dich. Immer war es nicht Toadette, meine Dienerin. Ein verdientes Gesamtergebnis, finde ich. Dann wollen wir uns jetzt noch die Details ansehen. An diesem Wettstreit wird man sich lange erinnern. Ihr habt alle wirklich tollen Einsatz gezeigt. 20 Münzen haben es entschieden. Das sind die 20 Münzen, die auch noch getauscht wurden durch das Chancenfeld. Es waren ja sogar 30, die getauscht wurden. Naja. Oh, Minispielpreis. Toll, da habe ich aber nicht sehr viel von. Na gut, dann ist das jetzt so. Ich spiele regelmäßig, um immer mehr Partypunkte zu sammeln. Mit Partypunkten kannst du auf der Partyplaza shoppen gehen. Toll. Partyneuling, mein erster Stern. Pech passiert. Punktlander. Gut, 4 Achievements. Für das Erreichen eines Erfolgs erhältst du eine von insgesamt 50 Belohnungen. Dazu erhöhen Erfolge deinen Spielerrang. Zieh deine Erfolge im Datenhaus an. Neue Ware. Der Partykartenladen hat brandneue Ware. Der Emote-Laden auch. 500 Partypunkte kriege ich noch dazu. Und der Musikshop hat neue Ware. Ja, okay. Profi-Regeln verfügbar. Gut. Dann zum Ballon. Ja, die Party hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Ende war natürlich ein bisschen frustrierend, aber so ist das in Mario Party. Es kommt halt nicht nur aufs Können an. Dann hätte ich natürlich gewonnen, ist klar. Kommt auch einfach auf Glück an. Aber es gibt ja auch einen Modus, wo es nicht so sehr auf das Glück ankommt, sondern nur oder mehr auf das Können. Den werden wir auch noch irgendwann erforschen.
Das nächste Mal geht's weiter mit einem anderen Brett. Ich freue mich drauf. Und ich muss mal gucken, ob ich den Part zusammenschneide. Oder dieses Brett. Wahrscheinlich in 3 Folgen. Aber ja. Es hat mir Spaß gemacht. Danke fürs dabei sein. Bis bald. Nur das Beste.